Am Samstagnacht gegen 3 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Wir suchten nach einer Frau, die in Lebensgefahr schwebte. Dabei haben wir auch einen Polizeihubschrauber eingesetzt, der das unwegsame Gelände an den Wertachauen ausleuchten und absuchen sollte. Während des Einsatzes traf dann ein starker Laserstrahl einen an Bord befindlichen Flugtechniker direkt ins Auge, der einen starken Schmerz verspürte und kurzzeitig auch nichts mehr sehen konnte. Der Hubschraubereinsatz musste daraufhin abgebrochen werden und der Kollege ins Krankenhaus verbracht werden. Und leider ist immer noch nicht klar, ob der Kollege nicht Spätfolgen von dem Ereignis davontragen wird. Es sind natürlich selbstverständlich entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden. Wir haben auch schon den ein oder anderen erfolgsversprechenden Ansatz, aber wir konnten ihn noch nicht ausfindig machen. Wir haben regelmäßig leider solche Vorfälle und die Tendenz ist leider auch etwas ansteigend. Das eine ist, dass der Hubschrauber geblendet wird dadurch, dass sich der Laser im ganzen Cockpit streut und die Besatzung fliegt ja nachts, das heißt die Pupillen sind geweitet und dadurch kommt es zu einer erheblichen Blendwirkung dann. Das heißt, die Pupille macht wieder zu, in der Zeit sieht der Pilot nichts. Und bis die Pupille dann wieder nach der Blendung aufmacht, dauert es auch eine Zeit. Das ist wie wenn man einem mit einer Taschenlampe ganz ordentlich mal bei Nacht ins Gesicht leuchtet. Und also es kann durchaus sein, dass der Pilot für einige Sekunden nicht sehen kann. Das Fliegen ist aber so, wie wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad fährt. Wenn man sich vorstellt, man fährt 5, 6 Sekunden, ohne dass man was sieht, dann wird es relativ schwierig. Und da kann es eben dazu kommen, dass der Hubschrauber in eine unkontrollierte Flugphase gerät. Und das kann schlimmstenfalls bis zum Absturz gehen.